Hallo, schön, dass Sie wieder bei uns sind und eingeschaltet haben, hier in unserem Format auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Ich freue mich, dass wir heute wieder über ein Thema sprechen, und zwar ein sehr ganzheitliches: Gesundheit für Körper, Geist und Seele. Auch wenn es das Format auf der Suche nach dem Sinn des Lebens ist, wir werden heute über Kundalini-Yoga sprechen. Und ich habe heute einen ganz spannenden Interviewgast. Bleiben Sie dran, wir starten gleich. So, herzlich willkommen, liebe Jessica Becher. Du bist Expertin für Kundalini-Yoga und die Kabbala-Lehre, würde ich jetzt mal sagen. Und ich freue mich, dass du heute unser Gast bist. Wir sprechen heute über das Kundalini-Yoga. Und vielleicht magst du zum Eingang mal erklären, was zeichnet denn das Kundalini-Yoga aus? Es gibt ja verschiedene Arten von Yoga. Und was speziell oder was ist das Besondere am Kundalini-Yoga? Ja, vielen Dank für die Einladung. Voll schön, dass ich heute über dieses spannende Thema sprechen darf. Und ja, was ist Kundalini-Yoga? Also Kundalini ist deine eigene innere Lebensenergie. Und die sitzt am unteren Teil der Wirbelsäule, da wo auch das Wurzelchakra ist. Und man sagt, da schläft sie quasi, wie eine eingerollte Schlange ist sie dort im Schlafen. Und die Kundalini oder das Kundalini-Yoga, das aktiviert und weckt diese Energie und lässt sie dann von unten durch deinen ganzen Körper aufsteigen. Also durch deine Chakren, durch deine Energiebahn, durch deinen Körper nach oben bis hin zur Krone. Über das Kronenchakra kommt sie dann wie so eine Fontäne nach oben raus, fließt in deine Aura, in so einen Kreislauf wieder nach unten. Und so geht es dann quasi wieder von vorne los. Also es bringt die Energie in den Fluss. Und wenn das passiert, dann haben wir Zugang zu unserer eigenen inneren Energie, zu unserer inneren Kraftquelle. Und wenn wir das haben, dann haben wir auch Zugang zu unserer schöpferischen Energie, zu unserem Schöpferpotenzial. Und das ist eigentlich die Energie von Kundalini-Yoga oder das, was wir auch mit dem Kundalini-Yoga erreichen wollen. Und auch wenn das passiert, dann reinigt sich letztendlich unser ganzer Körper, also durch diese Energie, die aufsteigt. Es reinigen sich auch unsere Energiebahnen, unsere Chakren, alles kommt wirklich in den Fluss. Und dadurch kommen wir sozusagen, also wenn wir uns vorstellen, unsere Energie fließt, dann läuft es ja wunderbar im Leben, ne? Dann ist alles frei, dann ist nichts blockiert. Das ist sozusagen erstmal okay, da wollen wir alle letztendlich immer wieder hin. Es geht nicht darum, einmal in diesem Zustand zu sein und für immer zu bleiben, sondern als Mensch immer wieder die Energie, wo sie blockiert ist, es kommen ja auch immer mal äußere Einflüsse, einfach in den Fluss zu bringen. Ja, es ist ja auch so, es steht ja, Energie steht ja nie still. Genau. Ne? Sondern wenn die Energie still steht, dann ist eigentlich auch gleichbedeutend mit Tod. Ne? Ja, genau. Ne? Und wir sind ja alle hier, um eben als Mensch diese Erfahrung zu machen. Deswegen, ja, immer wieder zu merken, okay, es kommt was von außen, ich komme in eine niedrige Energie, ich merke, irgendwas blockiert mich und ich habe eine Technik, um das wieder in den Fluss zu bringen, in die Heilung, in die Lösung zu bringen. Und ja, darum geht es quasi im Kundalini-Yoga. Das, was du bildhaft beschrieben hast vorhin, dieses Modell, das ist wie so ein Torsionsmodell. Ja. Ne? Also Energie fließt von innen nach außen, fließt wieder zurück an den Ursprung, und dann ist das wie so ein, so ein ewiges, so ein Perpetuum mobile oder sowas, wenn ich das so beschreiben kann. Ganz genau. Also das heißt, es gibt Situationen in unserem Leben oder es gibt vielleicht auch Menschen, bei denen diese Energien dann ins Stocken geraten, also nicht ganz so flüssig sind oder, wie du eben sagst, blockiert sind. Was sind denn mögliche Blockaden, die da einkehren können? Ja, wir leben ja jetzt in einer Zeit, das merken wir ja alle, wo es eigentlich um den eigenen inneren Zustand geht. Also wir kommen ja immer mehr ins Wassermann-Zeitalter, und jetzt ist es nicht mehr wichtig, was habe ich oder ne, was bin ich, sondern jetzt ist wichtig, wer bin ich, wie ist mein Zustand, wie ist meine Energie. Und dass die Energie kommt, also das, was im Außen passiert, darauf haben wir auch keinen Einfluss. Das passiert, ne? Also Dinge im Außen passieren. Aber wie wir uns dazu verhalten und wie wir die Energie, die kommt, nutzen, darum geht es, denke ich, in dieser Zeit. Also daran glaube ich. Und wir können diese Energie also im Minuspol leben, in einer niedrigen Frequenz, oder wir können sie transformieren in eine Plusenergie, in eine hohe Schwingung.
Und da ist Kundalini-Yoga eben ganz praktisch, dass es wirklich sagt, okay, hier ist eine ganzheitliche Technik, mit der du von dieser niedrigen Frequenz in die hohe Schwingung transformieren kannst. Und niedrige Schwingung kann zum Beispiel sein, etwas passiert im Außen, du bist verunsichert, du kommst in Unsicherheit und was machst du? Du gehst in Kontrolle. Das ist Minus. Du musst das aber nicht tun, du bist ja frei. Das heißt, du kannst aus diesem Kontrollding raustransformieren ins Vertrauen. Oder es passiert, du hast viele Anforderungen außen, viel, was du zu tun hast und du gehst ins Minus, in den Stress. Kennen ja auch alle, oder? Und dass du sagst, ich kipp jetzt nicht ein bisschen Sahne drüber und tu so, als wäre ich gar nicht gestresst und bin ganz gelassen so, sondern dass du wirklich die Energie transformierst. Zum Beispiel, wenn wir im Stress sind, ganz einfach, kennt jeder, und wir machen eine Meditation, dann kommen wir wieder runter, wir entspannen uns und unsere Energie ist hinterher anders. Mhm. Und genau so können wir Kundalini-Yoga anwenden für eigentlich jeglichen Bereich. Also wir haben ja im Kundalini-Yoga Kriyas, nennen wir das. Kriya ist eigentlich eine Übungsreihe, ein Übungsset. Mhm. Und wir haben so eine Abfolge von Übungen, ne? Und wir haben wirklich zu so vielen Themen im Kundalini-Yoga Kriyas, also Kriya für die Herzöffnung, Kriya für jedes einzelne Chakra, eine Kriya, um dem Druck der Zeit zu widerstehen. Mhm. Also wirklich, wenn wir uns Wohlstand manifestieren möchten, wenn wir ja Kopfschmerzen haben und die lösen wollen, also da kann man ganz viele Themen einfach integrieren und diese Kriya dazu nehmen, um diesen Zustand für sich zu transformieren. Und ich denke, dass es darum geht. Ich denke, dass wir ja alle hier sind, um uns zu entwickeln und um auch Erfahrungen hier zu machen, dass wir alle hier als Seele sind, um auch unseren Seelenplan zu verwirklichen und gerade jetzt auch wieder Zugang zum eigenen, zur eigenen Seele zu bekommen, zum eigenen Inneren zu bekommen. Mhm. Und da kann einem Kundalini-Yoga so schön helfen, sich wieder mit sich zu verbinden, mit seiner Seele zu verbinden und dann eben auch diesen Weg zu gehen. Mhm. Mir fällt da gerade zu dem, was du eben gesagt hast, ein schönes Zitat von dem Paläontologen Thierry Desjardin ein. Wir sind nicht Menschen, die eine spirituelle Erfahrung machen, sondern wir sind spirituelle Wesen, die eine menschliche Erfahrung machen. Und das sagt eigentlich alles, was wir sind oder was du jetzt gerade zum Ausdruck bringen wolltest. Ne? Wir sind Seelen und wir haben uns für einen Körper entschieden, in dem wir inkarniert sind und gehen in diesem, ich sag jetzt mal, beschränkten Umständen versuchen wir unseren Weg zu gehen und versuchen wir uns zu vervollkommnen. Ne? Wie ist es denn mit, du sagst, es gibt so den verschiedenen Absichten, die ich vielleicht eben einfach habe. Also möchte ich jetzt Stress reduzieren oder Kopfschmerzen beseitigen? Gibt es unterschiedliche Übungsabfolgen? Ist es so, dass ich dann nur eine, also eine körperliche, eine Bewegung mache? Oder ist es dann beim Kundalini-Yoga auch so, dass ich, dass der Geist damit einbezogen wird, dass man ganz gezielt, ganz bewusst eine bestimmte Geisteshaltung dann einnimmt, wie eigentlich ja wahrscheinlich auch in den anderen Yoga-Arten, würde ich jetzt sagen, aber es ist hier auch so, oder? Ja, also Kundalini-Yoga ist so, dass es eine ganzheitliche Technik ist. Also wir haben nicht nur den Körper, den wir benutzen, das ist aber wirklich in vielen Yoga-Arten auch so. Aber im Kundalini-Yoga ist es ganz, ganz bewusst so gewählt, dass wir sagen, wir haben einerseits den Körper, mit dem wir arbeiten. Also wir machen natürlich Yoga-Übungen. Wir bewegen uns, wir dehnen uns und das wirkt auf unseren Körper. Ja. Wir haben aber auch das Nervensystem, also Yoga, Kundalini-Yoga wirkt auf das Nervensystem. Gerade jetzt, ne, das besprechen wir auch noch in der Folge über das Wassermann-Zeitalter, ist es elementar, das Nervensystem immer wieder zu beruhigen. Und es wirkt auf unser Nervensystem, es bringt es wieder in Balance, ins Gleichgewicht und das ist ganz, ganz, ganz wichtig in dieser Zeit. Auch auf unser Drüsensystem, ne, die Hormone, die Schilddrüse und so weiter. Dann wirkt es auf unser Unterbewusstsein. Ich glaube, auch das haben die meisten mittlerweile verstanden, dass es nicht nur das hier gibt, was wir greifen, anfassen können, ne? Also die 3D-Welt, sondern es gibt ja noch ganz, ganz viel mehr. Ich sag mal, es gibt nicht nur die Spitze vom Eisberg, sondern das Ganze darunter, was auf unser Leben wirkt. Und das ist das Unterbewusstsein, was ja auch da ist. Und
wir arbeiten eben ganz viel mit dem Unterbewusstsein in Form von Reinigung. Was ist da unterbewusst noch gespeichert? Und wenn wir so eine Kriya praktizieren, dann passieren ganz viele Dinge, die können wir mit Worten manchmal gar nicht erklären. Also vielleicht finden wir auf einmal Möglichkeiten, doch eine Lösung für unser Problem zu haben. Wir sehen ganz andere Dinge, uns kommt der richtige Lehrer entgegen. Also es passieren auf unterschiedlichsten Ebenen Dinge, weil ich mein Unterbewusstsein verändert habe. Und damit die Resonanz. Genau, und damit die Resonanz. Und das Letzte ist, es trainiert unseren Geist. Der Geist ist ein ganz, ganz wichtiger Teil im Kundalini-Yoga, dass wir sagen, Geist formt die Materie. Sagen wir nicht nur im Kundalini-Yoga, ja, das ist bekannt. Geist, ein starker Geist, formt unsere Materie. Mhm. Und wenn wir unseren Geist trainieren und der Geist auch derjenige ist, der führt, dann können wir unsere Materie auch beeinflussen. Ne, das kennen vielleicht viele mit dem Geld, dass man sagt, ja, Geld ist toll, aber Geld sollte dich nicht führen im Leben, sondern Geld ist quasi zu deinen Diensten. Und genauso ist es gedacht, dass wir sagen, ja, wir haben einen Körper, wir haben ein Ich, wir haben ein Ego, aber unser Geist sollte derjenige sein, der führt. Und das trainieren wir, dass wir sagen, wir lernen uns auszurichten, wir bleiben auf unserem Weg. Und auch wenn unser Verstand was erzählt, auch wenn, ne, ich meine, das Beispiel ist zum Beispiel, wir sagen, okay, morgen mache ich Kundalini-Yoga und dann liegen wir im Bett und unser Verstand erzählt, bleib liegen, geh noch nicht, was machst du da eigentlich, lass das, ne? Und dass wir üben, in diese Geisteshaltung zu gehen und zu sagen, ich bleib bei meinem Commitment, ich bleib bei dem, was ich mir vorgenommen habe. Ne, das trainieren wir ganz stark und zwar machen wir das im Kundalini-Yoga so, das ist vielleicht für manche am Anfang auch befremdlich, dass wir sagen, wir machen eine Übungsreihe nicht nur einen Tag, sondern wir machen eine Abfolge an Tagen. Zum Beispiel 7 Tage am Stück die gleiche Kriya oder 30 Tage am Stück oder 40 Tage am Stück. Und jede Übung ist einen bestimmten Zeitraum. Eine Übung geht zum Beispiel mal 7 Minuten. Mhm. Und wozu dient das? Damit wir lernen, durch einen Prozess durchzugehen. Damit wir lernen, nicht, wenn es unbequem wird, abzuhauen oder uns also abzulenken. Etwas auszuhalten. Quasi. Genau, aber nicht in Form von wieder im Minus gelebt, Strenge, Selbstdisziplin im Negativen, ne? Härte mit sich selber, sondern zu sagen, ich trainiere, dass mein Geist es schafft, dabei zu bleiben, auch wenn noch 1000 Sachen im Außen sind, auch wenn mein Verstand mir irgendwas erzählt, liebevoll damit zu sein. Also wir alle kennen ja so diesen Monkey Mind im Kopf, ne? Und der ist ja auch gut, der soll auch da sein, der hat tolle Ideen den ganzen Tag, aber der soll eben nicht führen, sondern der ist eher wie ein Kind zu sehen, das den ganzen Tag schreit, ich will Eis und wir sagen, ja, du kriegst dein Eis, aber jetzt machen wir diese Übung so, ne? Und wenn wir das üben, dann können wir das auch in unser Leben übertragen. Also diese Bahnen im Gehirn, die trainieren sich, die sagen, ich bleib dabei, ich bin in der Lage auch mal diesen Widerstand, der aufkommt, ich bin in der Lage, da durchzugehen und ich merke dann auch, wie gut das tut und wie ich in meine Kraft komme, wie ich stark werde. Und ja, so vom Ablauf einer Stunde, weil du ja auch gefragt hast, wie sieht das aus? Es ist so, dass wir nicht nur Übungen machen, wir stimmen uns erst ein, immer am Anfang einer Stunde, mit einem Mantra. Das heißt Ong Namo Guru Dev Namo. Und übersetzt, so frei übersetzt, bedeutet das meine sowas. Nächste Frage. Ja. Also frei übersetzt heißt es sowas wie, ich begrüße den Weg, der mich vom Dunkeln ins Licht führt. Ich finde das so schön. Ja. Wenn man es einmal so bei sich spürt. Ich begrüße den Weg, der vom Dunkeln ins Licht führt. Und ich verbinde mich mit meinem höheren Selbst und mit der kosmischen Energie und auch mit meinen Ahnen, meinen Lehrern. Also ich binde mich an etwas, was größer ist als ich. Und allein dieses Mantra setzt einfach eine ganz kraftvolle Intention für unser Leben. Und es erhöht die Schwingung. Das merken wir sofort. Ja, und das ist das, was du ja auch vorhin erwähnt hast mit dem Geist, ne, mit der geistigen Ausrichtung, etwas, also Geist formt Materie. Genau. Ne, damit stimme ich mich ein oder damit bereite ich meinen Geist vor auf das, was ich jetzt dann im Anschluss eben tue. Also finde ich eine sehr wertvolle Einstimmung. Und auch dieses Anwenden in das Gefüge. Ich meine, also wir sind uns da sicherlich einig, dass wir uns nicht als
Individuum in diesem Sinne sehen, also dass wir alle einzelne Wesen sind, sondern im Großen und Ganzen, also so wie wir einen Körper haben, der aus vielen Körperzellen besteht, gibt es auch etwas Übergeordnetes, wo wir dann wiederum eine kleine Zelle sind von einem großen Ganzen. Und das ist ein schönes Bild, was du jetzt vorhin gegeben hast, eben sich einzufügen wieder in eine, wie in ein Orchester, ne? Für die bevorstehende Kundalini-Yoga-Session. Ja, und das kann man ja immer machen. Also man muss ja nicht unbedingt das Mantra singen zum Beispiel, sondern auch wenn wir jetzt hier dieses Interview machen oder so, sich einmal zu verbinden, sich einmal einzustimmen, sich einmal anzubinden, ne? Und zu sagen, okay, ich muss das ja hier gar nicht alleine machen, sondern ich bin ja verbunden. Ja. Das haben wir auch gerade vorher gesagt. Ja. Ne? Ich bin ja angebunden. Und es gibt einem einfach so einen, es ist einfach ein Riesenunterschied, mit was wir beginnen, mit was wir den Tag beginnen, mit was wir die Yogastunde beginnen, mit was wir so ein Interview beginnen zum Beispiel. Also die Kraft der Intention, das ist ein ganz wichtiger Schlüssel einfach, um einen guten Start zu geben. Ja, ich würde da eigentlich auch immer gerne noch einen Schritt weitergehen. Es ist nicht nur immer für uns wichtig, unseren Geist auszurichten, sondern ich habe immer das Gefühl, wir haben alle, jeder Einzelne hat so große Verantwortung für das, was er glaubt, was er denkt, wie er den Geist ausrichtet, denn damit formen wir auch das Ganze, das Bewusstseinsfeld, von dem wir ja auch Teil sind und was wiederum Einfluss auf uns hat. Und wenn Menschen mehrheitlich ihren Gedanken, also ihren Geist auf etwas Gutes ausrichten, dann haben wir da auch eine Überdosis an Gutem im Feld insgesamt, anstatt Menschen, die sich nur auf Angst ausrichten, was eben einfach gerade so gesellschaftlich der Schwerpunkt ist. Und da ist es umso wichtiger und umso nötiger, dass es Menschen gibt wie dich, die andere Menschen wieder anleiten und ihnen bewusst machen, wie wertvoll es ist, den Geist auszurichten. Ja, und wirklich auch zu praktizieren. Ne? Einfach zu sagen, das ist passiert, glaube ich, allen von uns, dass wir in Angst fallen, dass wir ins Minus fallen. Natürlich. Passiert immer wieder. Ja. Kann man auch, glaube ich, also ich glaube, wie du schon sagst, dann wären wir gar nicht mehr hier, dann können wir ja, genau. Aber dann wirklich zu praktizieren, darum geht es jetzt, zu sagen, okay, muss ja nicht so bleiben, sondern ich kann ja was mit der Energie machen, die kommt. Ich muss ja nicht die einfach nur aushalten. Und wenn wir jetzt beim Ablauf der Stunden nochmal bleiben, bitte. Also wir stimmen uns ein, dann machen wir eine Kriya, ne? Also die Übungsreihe. Das sind Übungen, die aneinander folgen, die immer für eine bestimmte Zeit in Anführungsstrichen durchgehalten werden, ne? Oder durchgeführt werden. Und dann am Ende machen wir eine Tiefenentspannung. Und da sehen wir auch, die Balance ist wichtig. Ja, Anspannung ist wichtig, Entspannung ist wichtig. Etwas durchzuhalten ist wichtig, kraftvoll seinen Weg zu gehen und auch wieder loszulassen. Also für die Integration zu sagen, okay, und jetzt loslassen, ne? Entspannen. Und dann nach dieser Entspannung singen wir ein Mantra. Ein Mantra ist letztendlich, wenn man sich einmal bewusst macht, wie kraftvoll Worte sind. Jedes gesprochene Wort hat eine enorme Kraft. Also wenn wir ganz frei sprechen schon. Ja. Wenn wir jetzt aber ein Gebet sprechen, also Worte sprechen, die kraftvoll aufgeladen sind, die hochenergetisch sind, die immer wieder auch benutzt werden mit einer bestimmten Intention, dann können wir uns schon vorstellen, wie kraftvoll das ist. Und Mantras funktionieren genau so. Das sind einfach Worte, die auch gechannelt wurden, also in einer hohen Energie empfangen wurden und aufgeladen wurden, indem sie immer wieder verwendet wurden mit einer Intention dahinter. Und die können wir natürlich auch nutzen, um unsere Energie zu verändern, um uns anzubinden an eine andere Schwingung. Und nach diesem Mantra stimmen wir uns aus mit dreimal Satnam. Also ist auch ein Mantra, dreimal Satnam, bedeutet Wahrheit ist meine Identität. Und das nochmal so für sich zu spüren, wahrhaftig zu leben. Ich sage zu mir oder ich verinnerliche, ich mache mir bewusst, Wahrheit ist meine Identität. Ich lebe meine innere Wahrheit. Darum geht es. Und so kann eine Kundalini-Stunde einfach wirklich mit sich verbinden, wieder zurück zu seinem eigenen Inneren zu bringen. Und es ist so schön gemacht, gerade für diese Zeit. Also ne, Kundalini-Yoga wird auch das Yoga des Bewusstseins genannt. Es hebt einfach unseren Bewusstseinsstand. Und in den Westen gebracht wurde es von Yogi Bhajan, der so hier der Guru war fürs Kundalini-Yoga, mittlerweile aber auch ein bisschen gekippt ist. Ne, das besprechen wir auch im Wassermann-Zeitalter, dass wir ja nicht mehr diese Gurus haben jetzt in dieser Zeit, sondern dass wir jetzt sagen, okay, jetzt geht's darum,
selber dein eigener Guru zu werden. Und trotzdem ist die Lehre hocheffektiv, ganz, ganz kraftvoll und wir sollten sie sehr achtsam verwenden, ne? Dass wir sagen, mit welcher Intention mache ich das gerade? Also was steht für mich dahinter? Warum mache ich das? Mache ich das gerade, um irgendwas zu manipulieren? Mache ich das, um irgendwen zu beeinflussen? Oder mache ich das, um meine Energie und mein Bewusstsein ins Positive zu lenken? Letzteres sollte wahrscheinlich die einzige Motivation sein. Es ist ja immer so, dass wir alles, was wirksam ist, können wir immer im Guten und im Negativen verwenden. Ja. Ne? Auch da haben wir ja diese Polarität drin. Und deswegen, weil oft kriege ich so auch manchmal so die Frage, ja, ist das nicht auch gefährlich, Kundalini-Yoga zu machen oder ist das nicht irgendwie auch nicht so gut oder so? Ach, okay. Und da steckt, glaube ich, oft dahinter, es gibt doch, wie bei allem, wie bei Religion, wie bei allen Dingen, kann man das auch ins Minus missbrauchen, in Anführungsstrichen. Mhm. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt hier jemanden habe, der irgendwie total ins Ego geht, was wir ja auch alle mal tun, dann kann ich natürlich damit auch eher negative Dinge anrichten. Aber wenn ich wirklich eine reine Intention dahinter habe, dann und auch wirklich so mit mir verbunden bin, dann kann es ganz, ganz toll für mich sein, das für mich zu praktizieren und wie so ein Handwerkszeug zu sein, einfach haben, in der Hand haben, okay, das kann ich machen, so kann ich meine Energie verändern. Ich habe es jetzt so verstanden, dass es auch etwas ist, das jeder praktizieren kann oder gibt es da Einschränkungen? Ja, es gibt, also man sollte grundsätzlich kann es jeder praktizieren. Also ich wahrscheinlich im Moment nicht ganz so gut. Könntest es sogar auch, weil du kannst ja Mantren singen, du kannst Atemmeditation machen, du kannst auch viele Übungen wahrscheinlich trotzdem sogar machen. Okay. Es gibt aber immer mal so ein paar Ausnahmen. Zum Beispiel, wenn du schwanger bist, sollst du natürlich keine Bauchübungen machen. Mhm. Oder wenn du gerade deine Menstruation hast. Oder wenn du hohen Blutdruck hast, solltest du nicht so viel die Luft anhalten. Ne? Also da gibt es natürlich schon auch so ein paar Einschränkungen, wo man sagt, es ist dann trotzdem möglich, aber achte darauf, ne? Dass du das und das zum Beispiel auslässt oder dass du, wenn du jetzt hohen Blutdruck hast, nicht eingestellt, dass du da nicht so viel die Luft anhältst oder den Kopf die ganze Zeit nach unten bringst. Verstehe. Das ist so ein bisschen, oder weiß ich nicht, wenn du eine Knieverletzung hast, natürlich soll man darauf achten. Ne? Es geht schon darum, die Übung durchzuhalten. Es geht aber nicht darum, eben diese falsche Strenge zu leben und hart mit sich zu sein und zu sagen, ach, da muss ich jetzt durch. Das wäre dann wieder Ego, ne? Das wäre dann wieder im Minus genutzt. Sondern schon seine Schmerzgrenze zu achten, seinen Körper zu achten. Aber wenn man spürt, das ist jetzt eigentlich nur so, ich gehe mal den bequemen Weg, dann wieder zurückzugehen, zu sagen, nein, ich bleib da. Ich gehe da durch diesen Prozess. Ja. Im Kundalini-Yoga gibt es so eine Lehre, das sind die 7 Schritte des Glücks. Und der erste Schritt der erste Schritt auf dem Weg ins Glück ist Commitment. Also Commitment ist im Kundalini-Yoga ganz entscheidend. Commitment bedeutet, das ist das freiwillige Selbstversprechen. Also ich verspreche mir, ich mache mit mir was ab, in Einklang mit meiner Seele, nicht aus dem Verstand, nicht aus dem Ego, sondern im Einklang mit meiner Seele, das will ich jetzt machen, das ist mein Weg, das ist jetzt für mich gerade richtig. Und das kennt jeder, dann haben wir das, das fällt uns oft sogar leicht. Okay, ab morgen mache ich so und so. Ne? Dieses Commitment zu treffen, das ist erstmal leicht. Und dann dieses Commitment einzuhalten. Mhm. Das ist der erste Schritt ins Glück, dass wir sagen, ich bleib dabei. Ich gehe mal diesen Weg jetzt. Ich kann mich ja irgendwann wieder neu entscheiden, aber jetzt, solange ich mir das jetzt selber hier versprochen habe, gehe ich mal klar ausgerichtet, fokussiert und stark meinen Weg. Und das bringt uns dann Charakter. Ich beschreibe das immer so gerne so. Für mich war das so als Mama, dass ich gesagt habe, okay, ich bin schwanger, ich bekomme Kinder und ich habe mich committed. Ich habe gesagt, auch wenn ich müde bin, auch wenn ich das und das bin, ich werde mein Bestes geben, ne, für meine Kinder und für mich. Ich will eine gute Mama sein, in meinen Augen. Und das formt dann deinen Charakter. Du wirst ja quasi zu dem, indem du dann auch über deine Komfortzone hinausgehst, indem du sagst, ja, auch wenn ich müde bin, stehe ich jetzt auf. Auch wenn ich eigentlich nicht mehr kann, stehe ich jetzt auf. Oder ich gehe auch für dich so und so weit. Obwohl es eigentlich für mich gerade sehr weit außerhalb meiner Komfortzone ist. Und dann spüren wir, dass wir auch so eine würdevolle und anmutige Haltung kriegen, weil das gibt uns ja auch diese... Und was dann ganz interessant wird, wir spüren,
wir sind gar nicht allein. Wir müssen es gar nicht nur von uns selbst geben. Wir geben uns hin und bekommen auch Kraft vom Universum dazu. Und das ist so der Weg, der uns ins Glück führt. Was glaubst du, ist der erste Glück in die Hölle, in Anführungsstrichen, also in die Gegenspirale? Hast du eine Idee? Ja, Ausreden suchen, ja, oder? Ja, Trägheit. Ja, Trägheit, ja. Genau, okay. Ne? Also ich committe mich, aber ich mach's nicht. Ganz einfach. Ganz, also ja, ganz erkennen wir auch alle, ne? Mhm. Ist ja nicht so, dass es keiner kennt. Oh ja. Aber sich das immer wieder bewusst zu machen, und das dürfen wir trainieren, da dürfen wir uns immer wieder zurück anbinden, zu sagen, ja, jeder kennt wahrscheinlich diesen Punkt, wo er sich committed hat. Eine Ehe zum Beispiel. Ja. Nicht gleich, wenn es schwierig wird, ja, auf Wiedersehen. Ne? Also, sondern, okay, wir sind hier committed. Jeder kennt das, dass er das schon mal gemacht hat. Und mal zu gucken, ja, wie war das in meinem Leben, als ich committed war? Wie ging es mir da? Wie lief es in meinem Leben? Mhm. Und dann auch das andere. Ne? Wo habe ich mich nicht committed? Wo war ich? Kennen vielleicht auch viele, wo man so, wir das Gefühl haben, wir haben so viel Auswahl im Leben. Weiß ich nicht, Tinder oder so, ne? Wir denken, da kommt die nächste und die nächste und die nächste, und wir gehen gar nicht mehr so mit einer eine Bindung ein, sondern wir haben das Gefühl, wir können immer weiter wischen. Das führt uns nicht dahin, dass wir Charakter haben, dass wir Würde haben, dass wir in unser Glück finden. Das führt uns eigentlich, ja, zu, ich sag mal, Hölle hört sich immer so doof an, aber es führt uns auf jeden Fall nicht von uns weg, von unserem Weg. Kann ich verstehen. Mhm. Ja. Wir sind leider zeitlich schon wieder am Ende. Ja. Ich möchte dich aber unbedingt noch befragen im Sinne unserer Zuschauer. Wenn sich unsere Zuschauer mehr für das Thema Kundalini-Yoga interessieren oder auch gerne mal einen Kurs absolvieren wollen, machst du das nur Präsenz, im Präsenzmodus, oder gibt es sowas auch online? Ja, also ich habe ja ganz viel online da auf meiner Website. Super. Frei sein, eins sein, oder auch auf Instagram. Und wir haben gerade schon vorher gesprochen, eigentlich wäre es toll, meine Live-Kundalini-Yoga-Stunde. Entweder machen wir es mal hier auf dem Kanal, ja, oder ich biete auch, wenn das Interview rauskommt, einfach mal eine Probe an, wo man einfach mal reinschauen kann in eine Praxis-Kundalini-Yoga-Stunde. Wie ist das, wenn ich selber praktiziere? Und in jedem Online-Kurs, den ich anbiete, ist Kundalini-Yoga einfach auch Bestandteil. Ja. Super. Ja, prima. Dann hat unser Zuschauer auch eine Adresse, in Anführungszeichen, wo er sich hinwenden kann. Ja, total gerne. Ja. Genau. Ja. Also ich habe dich erlebt als junge, sprühende Interviewgästin oder Gast. Danke. Und danke dir sehr für dieses Gespräch und danke dir auch sehr für das, was du hier in die Welt bringst mit dem Kundalini-Yoga. Und bin auch selbst ganz gespannt drauf, werde mich da ein bisschen mehr damit befassen und mal auf deiner Seite stöbern. Ja, ich danke dir. Voll schön. Ich freue mich auch auf weitere Gespräche, denn Kundalini ist nicht das Einzige, womit du dich beschäftigst und wo du entsprechend Kompetenz und Fachwissen hast. Und ich hoffe, unsere Zuschauer freuen sich auch schon darauf und sind auch bei den nächsten Gesprächen dabei. In diesem Sinne danke ich dir herzlich, liebe Jessica. Und auch Ihnen danke ich herzlich. Und vielleicht ist es auch ein Ansporn für Sie, wieder für Ihre ganzheitliche Gesundheit von Körper, Geist und Seele zu sorgen, mit zum Beispiel Kundalini-Yoga. Lassen Sie sich einfach drauf ein, und wer es nicht probiert, der kann nicht mitreden. Also in diesem Sinne, bleiben Sie gesund, und wenn Sie es nicht sind, werden Sie es bitte ganz schnell wieder. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.